Wenn du mich anscheißt, scheiß ich zurück. So einfach ist die Sache. Ich schätze, ich habe mich in Dr. Lam getäuscht. Sie hat mir erklärt, wie mein Bedürfnis nach Kontrolle mich von innen heraus auffrisst. Wir haben alle diese Zwischenfälle in meinem Logbuch gefunden, wo ich es Häftlingen leicht gemacht habe, mich anzugreifen, damit ich sie hinterher brutal bestrafen konnte. Großer Gott! Aber ich glaube, ich kann mich hier unten nützlich machen. Jetzt, wo ich bei der Familie bin. Wir haben eine Chance, das verdammte Chaos zu überleben, das da oben herrscht. Vielleicht können wir sogar die Stadt zurückerobern. Also ein kleiner SM-Fanatiker. Okay. Ach ja, mehr Schaden heißt mehr Schaden. Oh, was bist denn du da drin zu am Randalieren? Magst du rauskommen? Kannst du nicht? Oh. Mitleid. Irgendwie konnte man das aber öffnen, das weiß ich noch. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen dann da längs. Jawohl. Ah, was liegt denn hier noch Schönes? Na? Aspirin. Aspirin ist gut. Das kann man ganz leicht mal übersehen. Wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. So. Medikit. Okay, weiß ich schon mal, wo ich Reserve finde. Ach, halt die Schnauze. Sündhaft teure Friseure, du. Du siehst aus wie eine Vogelscheuche. Ja komm, zeig mir doch mal deine tolle Frisur. La la la. Blub 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 blub, Popcorn. Ja, ich habe schon wieder vergessen, dass ich Phosphor drin hatte. Ich verbrate hier wieder meine Muni. Hey, und Geld habe ich auch wieder übrig wie Sau. Was ist nur los? Ist hier irgendwo ein Automat? Ich möchte was ausgeben. Konnte eines der Mädchen an einer Schwester vorbeigelangen und ist von der Brüstung in die Lobby gestürzt. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich das Leben nehmen oder nur entkommen wollte. Wie auch immer, in der Zeit, die ich benötigte, um ins Erdgeschoss zu kommen, wo es lag, waren seine gebrochenen Beine vollständig verheilt. Ohne eine ordentliche Ausrichtung waren die Knochen aber in unnatürlichen Winkeln miteinander verwachsen. Wir mussten jeden einzelnen ein Dutzend Mal erneut brechen und einrichten. So schnell verheilte alles. Diese Kinder mögen unsterblich sein, aber ich kann bestätigen, dass sie Schmerzen empfinden. Ich werde Lamp empfehlen, die Dosis der Beruhigungsmittel zu erhöhen, damit so etwas nicht mehr vorkommt. Boah. Das ist so eine Tatsache, wo einem Angst macht. Unsterblich sein können, aber dann Schmerzen haben. Ach, halt die Klammer. Na? Tut's weh? Gut. So, ja genau, ich schieß dich mit einem Raketenspeer auf. Na na na. Tag auf. Was denn? Unhöflich. Kein Hallo, kein Auf Wiedersehen. Ja, gib mir jetzt schon auf die Nüsse.
Du! Das ist eine gute Idee. Bring einen Schlaghulken zu einer Schießerei mit. Und was entstand aus diesem Spruch? Na, wer es weiß, der kann es schreiben. So. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte Wasser angucken. Strom, geil. Nein, wollte ich nicht. Moment. Snuggeln. Ach, da gibt's noch gar keins. Ich bin größer als du. Ich glaube, du spinnst, mein Freund. Gib mir mal ein bisschen von deinem. Sei mal nicht so frech hier. So, und den Rest hier noch. Moment mal, der geht doch nicht jetzt verstiften. Na. Du wirst doch hier wohl nicht bescheißen wollen. Einfach so heilen, das kann ich nicht zulassen. Ich habe schon wieder keinen Eve mehr. Ich brauche Eve. Ah, das ist ja ein Automat. Gut, kann ich ja nicht mal ein bisschen kohlenlos werden. Ist das mal zu glauben, ich renne hier in Rapture rum und habe tatsächlich zu viel Geld übrig. Das ist schon an sich der Witz des Tages. Was könnte ich mir denn sonst noch so kaufen? Alles andere voll? Waffenautomat, mein guter Freund. Lass dich einkaufen. Oh, Raketensperre, ja. Da werde ich noch viel Spaß haben. Hey, Leichenhalle. Was denn das? Eine Leiche, oh mein Gott. Das ist ja wie auf dem Friedhof. Als Lamp mich beauftragte, in Sachen Schmerzlinderung zu forschen, neigte ich zuerst dazu, die entsprechenden Reizleitungen zu blockieren. Die ersten Ergebnisse waren auch ermutigend. Bis einige der Kinder anfingen, aus Unachtsamkeit auf ihren eigenen Zungen herumzukauen. Ich muss sie von den anderen trennen, damit es keine Irritationen gibt. Okay. Also Samsung macht's einem Angst. Wir kommen zur anderen Kinderstation. Sie wird bewacht sein, Vater. Mach dich bereit. Mach dir mal keine Panik hier. Flöp, 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 flöp. Na, na, na. Ladi, ladi. Du. Oh mein Gott. Heißt das, Sui wurde auch tagtäglich mit dieser Nervensäge gefoltert? Oh mein Gott, der arme Kleine. Deswegen hat er Wachstumsstörungen gehabt. Ich weiß genau, ich kriege tierischen Ärger, wenn ich weiter diese Sui-Witze bringe, aber das ist doch das perfekte Bett für ihn. Da hat er sogar noch viel Beinfreiheit. Das muss ich mal merken. Medikit. Medikit ist gut. Muni. Klar. Kinder spielen gerne mit Muni. Kann ich bestätigen. Flöp. Flöp. Wenn du fertig bist, gib mir wieder ein Signal, wie vorhin. Drück den Rufknopf, dann gehe ich weiter. Och nö, nicht schon wieder die laute Mucke. Jetzt habe ich dich. Na, wer möchte nochmal? Kommt her. So, du auch noch?
Was denn, das waren alle? Lame. Ich will mehr Gegner und weniger laute Musik. Ach, und du stehst da unten wieder Gassi. Mhm. Moment, sie steht Gassi? Ich hinterfrage einfach mein eigenes Geschwätz mal lieber nicht. Ach, gab noch nie Sinn. Bing bong! Ich glaube, ja, wir können jetzt zum Ballasttank. Ich kann das Wasser verdampfen und wir können weg. Wir müssen zur Dockplattform, Vater. Rasch! Oh. Ja, du hast die Kraft, meine Kleine. Komm, sei wie Sui, immer tapfer sein. Oh Gott, dieses Sui mit Sui werden mich ins Grab bringen. Andererseits, es macht einfach Spaß und es ist so offensichtlich. Ich meine, viele kleine Betten, viele kleine Mädchen, die viel, viel Beinfreiheit drin haben, das wäre doch ein Paradies für Sui. Ja, jetzt wisst ihr es endlich. Sui ist nicht der verlorene Hobbit, er ist in Wirklichkeit der kleine Bruder der Little Sisters. Du hast Eleanor den freien Willen gelassen. Und jetzt verbreitet sie ihn unter diesen Unschuldigen wie eine Seuche. Selbstbewusstsein ist ein Fluch, Delta. Du stürzt sie in Verdammnis. Eigentlich du mit deinen Granaten und deinen Bomben und sonst fünf Firlefanz, den du gerade in die Luft jagen tust, damit wir ins Elend stürzen. Aber hey, wer wird sich schon mit Haarspaltereien rumschlagen? Ich meine, hey, du bist die Super Nanny, du weißt schon, was du laberst. Glaube ich das ernsthaft, was sie da labert? Nicht wirklich. Hm. So, mal gucken. Kann ich mir für den letzten Kampf nochmal was Schönes leisten? So. Denn mehr Eve bedeutet mehr Eve bedeutet mehr Eve. Ah. Wo war nochmal der Waffenautomat? Waffen, 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 Waffeln, Waffeln, Waffeln. Waffeln, Waffeln, Waffeln? Ja, whatever. Du, 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 du. Ach, halt die Schnauze. So, wo ist jetzt dein Herr? Was? Apfeltorte? Ja, genau. Apfeltorte du mich auch. Hm. Oh. Da werde ich viel Spaß haben. Hm. Dumbi dumbi du. Dumbi dumbi da. Na? Dort. Wenn wir schon mal dabei sind. Ach, die sind alle dicht. Lalala. Oh, Speere leer. Schade. Jetzt habe ich mich gerade selber eingekesselt. Hups. Haha, ich bin Superathletik-Mann. So, grazil. Naja, kauft mir das wirklich ab? Ich weiß ja nicht. So, dann werden wir dann unser Mini-Geschütz benutzen. Dann sind wir happy. So. Ich steige jetzt in den Ballasttank, Vater. Du bist schon drin. Komm hoch zu dem Glas, wenn ich anfangen kann. Wenn wir loslegen, gibt es kein Zurück mehr. Hallo, ich bin da. Hopp. Ach so, stimmt ja, ich muss ja dann nochmal hoch. Für was habe ich jetzt die Fallen gelegt? Hm, ich bin zu groß. Egal. Langeweile. Oh Mann, ich baue einen Scheiß hier. Achtung, Ballastbehältnis ist gefüllt. Reservoir muss vor dem Ablegen entleert werden.